Robbie fucking Williams. Der Popstar befindet derzeit in einer aufregenden Phase. Im Alter von 49 Jahren wäre er bereits zu alt für die gute alte öpfrühe Pensionierung und fragt sich stattdessen auf eine Lebensphase, in der man als gewöhnlicher Angestellter fragt, ob man die Dinge weiterhin nach den Regeln laufen sollte oder professionell wieder etwas Neues probieren. Zugegeben, diese Gedanken wurden ohne den Jersey-Mann mit dem Schmuck gemacht. Er beabsichtigt, vorzustellen, das ist meine Band. Dies ist mein Arsch. Und ich bin Robbie fucking Williams. Ist in Vollzeit voller Robbie Williams, nachdem das Konzert mit Hey Wow Yeah Yeah eröffnet wurde. Das vom Animationsprogramm eines durchschnittlichen All-Inclusive-Clubs als Aufwärmübung auf breiten Beinen inspiriert ist, Unterhaltung war immer die Nachricht zu verstehen, dass der Titel sofort einhergeht. Mit Musikunterbrechung Robbie fucking Williams setzt die Messlatte mit einem falschen Peniswitz. Die Aufführung wechselt jedoch auch öffentlichem Geständnis und offenem Rückzug. Um eine Therapie mit Musikunterbrechungen zu sprechen, Borderline-Stil zwischen Comedy-Punchlines und Sentimentalismus sowie einer Sache einerseits vermittelt der Philanthrop Robbie Williams derzeit den fürsorglichen Charakter von ein speziell gebuchtes Sensibilisierungsteam hingegen unser Chatterkönig. Aber natürlich kann die politische Unangemessenheit immer noch nicht vollständig beseitigt werden. Im YouTube-Teil des Konzerts Die Zeit und die US-amerikanische Hymne mit einem Standbild derselben Person zu Ehren seines Hinterns, zu dieser Zeit 30 Jahre jünger war. Verrückt. Wenn Sie wissen möchten, warum Robbie Williams Elvis als Act mit den meisten Alben der Geschichte in England ersetzt hat, während immer noch niemand den USA nach ihm nachgeht, Jungs. Hier ist ein weiterer Grund, warum. Moderne Heldengeschichte. In der Zwischenzeit hat Robbie Williams auch eine Idee-Band, die Sextanz-Delegation. Sie kann ihre Daumen gutes Geld drehen, freut sich auch sehr, dem Sinn des Lebens umzugehen. Es lässt sie ein wenig nachdenken, wenn der Chef seine moderne Heldengeschichte von Reisherbst mit Take That, einer Kokainparty den Brüdern Gallagher beim Glastonbury Festival erzählt, sucht letzte Rettung. Die Tatsache, dass die Frau Kinder natürlich das Happy End verantwortlich waren, war im Laufe des Abends mehrmals das Happy End verantwortlich. Oh ja, irgendwann gab es wieder Musik, Strong, viel Kids, Rock DJ, im regulären Teil, No Religrets. Sie die eine, Engel, als Zugabe zusammen Mess Singalong. Konfetti Bombe, ein Sternenhimmel voller Smartphones. Respektieren. Robbie Williams hat alles ohne Drogen in den letzten 23 Jahren ohne Alkohol durchgemacht.